So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist ungeschnitten. Es ist blind. Und das letzte Mal haben wir am Ende des Parts hier dieses Siegerversteck im Untergrund entdeckt. Und das will ich mir dann doch jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Vor allem, weil hier so ein komischer Turm ist auch. Was hat es damit auf sich? Wir werden sehen. Wir werden es gleich herausfinden. Was ist da für ein Leuchten? Ach so, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Miasma-Wurzel. Schade, ich dachte ich... Oh mein Gott. Ich dachte, ich treffe den. Das hat nicht so gut hingehauen. Okay, was habt ihr zu erzählen? Hier unten gibt es Gewächse, die ich noch nie auf der Oberfläche gesehen habe. Der Untergrund ist voll davon. Bestimmte davon fällt, erhält man sogar Baumstämme verwendbar, ganz wie gewöhnliche Oberflächenholz. Ah, okay. Ruhmkoga. Oh, mein Bogen ist kaputt, oder was? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ah, guck mal, da muss ich wahrscheinlich erst die anderen besiegen, dass das hier aufgeht. Dann habe ich ja gleich einen Anreiz, jenes zu tun. Oh, ich treffe die einfach nicht, ne? Wieso können die eigentlich unendlich fliegen und ich nicht? Was haben die für krasse Batterien? Frech. Okay, pass auf. Gerade sagen, gerade ging es doch. So. Von hier aus sollte das doch jetzt besser funktionieren. Easy. Jawohl, und das reicht auch, um hier aufzumachen. Sehr schön. So habe ich mir das doch schon vorgestellt. Zwei Kisten gibt's gleich. Oh, was? Oh, was? Giga-Bauplan. Hier wird beschrieben, wie man Solo-Bauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Yo! Schnellboot. Okay. Okay. Cool.
Unten in der. Jo, okay, das war. Okay, das war tatsächlich mal eine sehr. Eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Oha. Bin ja begeistert. Okay, cool. Gut, dann wäre jetzt noch dieser Turm hier zum Erkunden, ne? Sehr interessant aber, dass man hier Baupläne auch finden kann. Bei so Jägerverstecken. Okay, aber weil das heißt dann für uns, wenn wir solche Jägerverstecke im Untergrund finden, durch Zufall, dann auf jeden Fall die erledigen und die Baupläne abstauben. Sehr cool. Das ist, glaube ich, eine kaputte Wurzel, an der kann ich nicht hochklettern. Na ja, ja, die sind so, das sind Miasma-Wurzeln. Eine gute Idee. Oh, das wird jetzt auch nix. Ah, das wird jetzt nix. Ah, vielleicht. Mit Glück. Mit Glück komme ich gerade so hoch. Ja, doch, könnte klappen. Ja, doch, 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 gerade so, okay. Gerade so. Okay, der komische Turm ist da drüben. Da, 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 da. Nur hochklettern. Schauen wir mal, ob es reicht. Ich habe Bedenken. Ich habe große Bedenken. Keine Bedenken mehr. Aber das ist doch safe nochmal was von den Jäger. So, oh, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie durchkommen. Wenn ich nicht gerade im Jasma lande oben. Yes! Kann ich da sogar raus. Sehr schön. Jetzt muss ich mich nur orientieren. Wo ist jetzt der Turm hin? Da ist die andere Wurzel. Dann muss der Turm irgendwo da sein. Ich sehe ihn jetzt halt gerade nicht mehr. Aber das macht ja nichts. Ja, doch, da ist er. Alles hier. Sehr schön. Das muss doch auch nochmal ein Jägerturm sein. Das geht doch gar nicht anders. Ja, jetzt sind ja erstmal die Viecher. Na gut. Die scheinen eine Menge auszuhalten. Vielleicht lassen wir es ja einfach in Ruhe und nähern uns dem Turm. Oh ja, das ist ein großer Turm. Okay, kurz durch Miasma. Das ist ein sehr großer Turm. Was ist das denn?
Ja, aber auch einfach ein Turm, wo ich jetzt einfach nach oben komplett kann. Cool. Abflug. Jetzt bin ich gespannt, was da oben ist. Ja, gut. Das war jetzt nicht ganz, was ich erwartet hatte. Der Turm geht bis in die Oberfläche? Bitte was? Aber was habe ich denn dann davon? Was habe ich denn dann von diesem Turm, wenn der einfach bis nach oben geht, wo ich eh auch so hin kann? Hä, das ist ja krass. Das muss ich genauer untersuchen. Verstehe ich zwar jetzt noch nicht so ganz den Sinn dieses Turms. Aber dann werden die ja wohl hoffentlich nicht hier irgendwas auf dem Turm jetzt noch versteckt haben, wenn man da eh sozusagen eigentlich nicht wirklich viel weiterkommt. Oder? Mein, das fühlt sich jetzt irgendwie sinnlos an. Ah, warte, ich bin doof. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Ich mach's schon anders. Keine Sorge, ich hab schon... Nee, das scheint nicht zu gehen. Schade. Das hatte ich jetzt gehofft, dass das vielleicht geht irgendwie. Das war nicht gut. Aber theoretisch könnte man jetzt hier ja weiter hochklettern. Und in dem Wissen, wo ich rauskomme, müsste das jetzt sozusagen bis nach oben gehen. Das kann ja aber gar nicht sein. Ja, scheiße, jetzt habe ich wieder zu viel Zwischensprünge gemacht. Ah. Ich bin irritiert. Ah, dann weiß ich jetzt, was dieser Kasten ist. Aber ich weiß nicht, warum er da ist. Mir ist so ein bisschen die Bedeutung von dem Kasten dann jetzt unklar. Nee, ich gehe jetzt da nicht weiter hoch. Ich weiß jetzt, dass ich da oben dann da rauskomme, wo ich rausgekommen bin, aber da komme ich auch so hin. Also, das hat jetzt irgendwie für mich keinen Mehrwert gehabt. Ja gut, pass auf. Dann lösen wir jetzt noch die Wurzel aus, die ich gesehen hatte. Und dann ist gut. Na? Die war in der Richtung irgendwo. Die war irgendwo in der Richtung, ich bin mir ganz sicher. Ja, da ist sie. Ja.
Jawohl. Oh, ja. Alles gut. Nichts passiert. Ich hätte ja auch die Miasma-Kleidung, aber ich ziehe es nicht extra nochmal um. Nur für eine Wurzel. Oh. Ja, cooles Licht, ne? Besser. Oje. Oh, jetzt geht es wieder so weit runter. Und die Wurzel ist ja weit oben, also wir wollen eigentlich weit oben bleiben, bestenfalls, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Ich sehe halt nichts. Mann, das ist alles so weit unten. Ich will ja nicht da runter. Ich will ja darüber. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert mal wieder. Okay, aber über den Pilz komme ich hoch. Über die Pilze komme ich hoch. Sehr schön. Hier sind die Irrlichter, die großen. Und die Wurzel ist in die Richtung. Okay, das könnte jetzt auch ganz gut funktionieren, wenn ich mich da hochziehen darf. Darf ich, sehr schön. Kann nur hoffen, dass oben kein Miasma auf mich wartet. Nein, sehr gut. Und dann sind wir nämlich gleich da. Okay, sehr gut. Da kann ich jetzt hochlaufen, das ist nicht so steil. Ja, komm. Darf ich mich nochmal hochziehen irgendwie? Schade. Naja, aber hier ist auch nicht so steil. Ja, wir sind da. Wir sind da. Sehr gut. Sehr gut. Aber das ist trotzdem, was ich meine mit den langen Wegen, ne? Ich meine, schaut euch das an. Schaut euch an, wie weit ich jetzt, wie lange es jetzt gedauert hat, hier hinzukommen. Und die war eigentlich gar nicht so weit weg. Eieieiei. So. Aber dieser große See wird hier weiter geöffnet, scheinbar. Also das ist ja wirklich ein riesiges Drum. Guckt euch das an. Was ist... Also, wow. Krass. Hier ist auch nochmal irgendwas Größeres. Ha. Ja komm, dann gucken wir uns noch kurz darunter, was das für eine Plattform ist, und dann hauen wir ab. Ach so, das ist so eine Plattform. Ja, doch. Hat man schon mal rausgefunden, dass das so Bauplattformen sind. Ich erinnere mich. Okay. Gut. Gut.
Dann jetzt, ab nach oben. Ich wollte auf jeden Fall zum Spähposten und mit Dings quatschen. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Dann den Turm, habe ich gesagt, wollte ich noch machen in dem Part, ne? Den letzten Turm. Das werden wir auch noch angehen. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit noch bleibt. So. Echt jetzt? Oha, was ist hier denn alles los? Zu weit weg für mich. Ah, die reden bestimmt hier von, ne? Dem Ding. Ja, aber wo ist denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Ist sie drin? Nee. Lass mich mal überlegen. Du, was gibt's dich denn gerade nach? Falls du zu Pura willst, sie hat sich nach oben begeben. Ah, okay. Sie ist oben, alles klar. Jawohl. Link, ich habe gehört, was passiert ist. Eine Kältewelle bei den Orni, Schlemmsteine, die Geronen verrückt gemacht haben, Schlamm, der das Wasser der Zoras verschmutzte, das sie zum Leben brauchen, die Gerude und Gefahr durch Gyptos und einen Sandsturm. Das war alles sicher nicht leicht zu bewältigen, gut gemacht. Doch die Tatsache, dass an all dem Plagen eine Prinzessin Zelda nur allzu ähnliche Gestalt beteiligt war, lässt mich vermuten, dass all dies mit dem Kataklysmus zusammenhängt. Ich habe auch etwas zu berichten. Hä? Oh, was kommt denn jetzt? Kriegen wir eine Sequenz? Oh, wir kriegen eine Sequenz. Ja, let's go. Natürlich. Link, hast du das gerade gesehen? Das war doch die Prinzessin, oder? Ich wollte dir auch gerade berichten, dass ich bei Schloss Hyrule eine Frau gesehen habe, die aussah wie Prinzessin Zelda. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Ich hatte angenommen, dass sie das Schloss verlassen hätte, aber das war wohl ein Trugschluss. Wir müssen Prinzessin Zelda schnell retten. Sind wir alles so dumm zu glauben, dass das die echte... Mein Gott. Ja, ihr könnt das Schloss nicht erreichen. Es ist an mir. Ja. Ja. Okay, Hauptziel 1 geschafft. Hauptziel 2, das schwebende Schloss aktualisiert. Ja, also es ist doch offensichtlich, dass das nicht die echte ist. Aber gut. Gut, wie auch immer. So. Habe ich hier noch irgendwas zu erzählen? Nee, ne? Nichts Wichtiges mehr hier. Ich könnte neues Geld von der Brunnenfrau mir holen. Wie viele habe ich denn neue Brunnen? 9 weitere. Chillig. 41.
Ja, ist klar. Also die werden wir auch niemals alle finden. So viel sage ich jetzt schon. So, aber wenn wir schon hier sind, wie immer, loote ich dann gerade mal die Höhle durch. Ich weiß gar nicht, ob es hier mehr gab als Leuchtsamen. Scheint nicht so. Okay, dann ist es keine so eine volle Höhle zum Looten. Na gut, dann können wir auch wieder nach oben. Ja, hi. Nicht erschrecken. Bin nur ich. Hier scheint nichts Spannendes zu sein. Nee, hier auch nicht. Hier auch nicht. Ah, wir können aber mal wieder ein paar Waffen mitnehmen. Einfach weil wir eh gerade Platz haben. Ach, guck mal, wie jetzt die Karte auch aktualisiert haben mit allem, was ich gemacht habe. Oder war das schon? Ich weiß es gar nicht. Gut, aber wir können auf jeden Fall hier weiter loslegen. Und mehr Herzen holen. Ausdauer passt eigentlich gerade, ne? Ausdauer passt. Ah, wir können nur einmal. Ja, dann einmal Herzen, let's go. Ab jetzt gibt es ja keine Herzcontainer mehr durch Bosskämpfe, ne? Aber jetzt gibt es ja nur noch das hier. Also insofern, ja, wie gesagt, let's go. Sind wir jetzt endlich mal in der zweiten Reihe? Immer noch nicht. Ach du Schande. Hey, wie viel es da noch geben würde. Krass. Aber gut. So. Die gucken alle zum Schloss. Das interessiert mich weniger. Dann Crocs abgeben. Auch das natürlich eine Sache, die man jetzt gut machen kann. Ich glaube, ich kann sogar eine Waffentasche machen. Yes! Here we go. Wie viel will er jetzt für eine Waffentasche haben? Ja. 35, ja, das ist nix. Bogen haben wir eigentlich genug. Ich würde das mal wieder für Waffentaschen sparen. Also die anderen bringen mir eigentlich gerade nicht wirklich was. Wir sparen lieber für Waffentaschen. Ich hatte noch nie zu wenig Bögen. Ich hatte noch nie zu wenig Schilde. Na, hier brauchen wir jetzt auch noch nichts kaufen. Das lassen wir erstmal alles schön sein. Okay, dann denke ich, sind wir hier wieder fertig, ne? Ich denke, dann sind wir hier wieder fertig. Hier scheint keine relevantes Gelaber zu sein. Okay. Passt auf. Dann. Oh, uns fehlen noch zwei Türme sogar. Ja, das ist frech. Das ist frech. Aber dann porte ich mich mal hier hin und gucke mir mal, ob ich von hier aus den Turm sehe, den ich aktivieren muss. Vielleicht schaffen wir ja nochmal zwei Türme in einem Part. Wir werden sehen. Ach scheiße, das ist der im Wasser. Ja, das war jetzt Fail. Ja, das nützt mir jetzt herzlich wenig, ne? Das nützt mir jetzt wirklich gar nichts. Welcher Schrein ist denn dann am sinnvollsten? Aber vielleicht der hier.
Vielleicht der hier. Das ist der in der Höhle gewesen. Ja gut, aber da komme ich immerhin raus. Da komme ich immerhin raus. So. Also in die Richtung muss ich gucken. Okay, da leuchtet es doch auch schon. Sehr schön. Dann ist das der Turm, den wir suchen. Okay, das ist aber auch interessant. In diesem Gebiet ist nochmal so ein richtiges Gewitterwolkendingszeug. Okay. Ja, also da drüben. Oder ist das Turm, den wir schon haben? Wo schaue ich gerade hin? Nee. Nee, den Turm haben wir noch nicht. Den Turm haben wir noch nicht. Nee, nee. Aber auf dem Weg zu diesem Turm sind 1, 2, 3, 4 Wege in den Untergrund. What the heck? Auch krass. So, ja gut, dann müssen wir halt uns wieder direkt dorthin begeben. Möglichst ohne große Ablenkungen. Ich kann halt nur leise, ich habe halt nicht viele andere Möglichkeiten. Ja, Bananen, genau. Diesmal nicht, Kollege Jäger. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Oha, hier ist auch so einer auf der Brücke. Ah, ich glaube, den haben wir sogar schon mal gesehen, ne? Ich glaube, den haben wir sogar schon mal. Aber habe ich den schon fotografiert? Ha! Habe ich nicht. Flammengriok. Da ist ein Schrein in der Nähe, aber der Turm selbst ist ja auch ein Teleportpunkt. Und den Schrein habe ich halt auch noch nicht, also. Nützt mir denkbar wenig. Ist da irgendwas Spannendes? Gras. Ein Krok. Natürlich. Okay. Schöner, schneller Krog. So. Und am Ende war es auch wieder eine gute Plattform, um einfach wieder mit ein bisschen Schwung hier losfliegen zu können. Macht es natürlich auch nochmal angenehmer.
Oh. Ja. Okay. Ich wüsste zwar nicht, was ich hiermit jetzt bauen sollte. Aber gut. Also Real Talk, was soll man jetzt hiermit bauen? Zwei Zeitbomben, so ein Stehaufmännchen und eine Rakete. Ich habe keine Ahnung. Ist hier aber auch egal. So, nicht im Wasser landen. Das wäre nicht so gut. Aber ich darf gleich wieder hochklettern. Es ist so nervig. Adeja, Westnekluder. Okay. So, komme ich hier irgendwie angenehm hoch? Ich fürchte, die Antwort ist nein. Oh Gott, oh mein Gott, ich hätte es noch, ich hätte sehen müssen, dass der wackelt. Ich hätte sehen müssen, dass der wackelt. Eieiei. So. Gottes Willen bin ich erschrocken. Ich hasse diese Dinger. Ich hätte es echt sehen müssen. Bin ich ganz ehrlich. So, ich will aber ja... Da irgendwo, nee, ist kein Gegner, okay. Ich will aber ja hier hoch. Na komm schon. Na bitte. Es war jetzt nicht so viel. Das war jetzt nicht so viel Wegersparnis, aber hey. Alles, was sich schneller anfühlt. So, perfekt, wir kommen direkt zum Turm. Sehr schön. Dann haben wir zumindest einen Turm in dem Part. Außer der Turm ist jetzt wieder kaputt. Dann kriege ich aber hier Zustände. Bitte sei ein ganz normaler Turm, ohne Quest, ohne alles. Oh, schön viel Hyrule-Gras. Schmeckt. Und ein Brunnen ist hier direkt... Okay, aber wenn hier ein Brunnen ist... Ja. Gibt es auch eine Quest zu dem Turm. Na dann. Und natürlich hat sich der Typ dann hier eingesperrt, der den Brunnen reparieren sollte. Logisch. Ja, ich bin schon da. Aber das scheint jetzt zum Glück mal keine schwierige Quest zu sein. Das ist einfach nur befreie den Typen und dann ist alles cool. Ja, sehr gut. Hallo. Oh. Du, was führt dich an einen Ort wie diesen? Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir vielleicht irgendwie helfen? Ich habe in den Ruinen eine Falle ausgelöst und jetzt hänge ich fest. Was für ein Schlamassel. Oh. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich aus der Falle befreien können. Da drüben gibt es einen Höhleneingang. Durch ihn bin ich hierher gelangt. Okay, also es ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Weil ich jetzt erstmal den Höhleneingang finden muss. Ah, stabil. Okay, pass auf. Damit ich gleich richtig orientiert bin, porten wir uns genau hier nach oben. Und gucken ja dann in Richtung des Höhleneingangs. Dann dürfte das ja kein Problem sein. Den Höhleneingang zu finden. Easy.
Sehr gut. So, aber da das dann eine Höhle ist, muss hier auch irgendwo so ein Kletterviech sein. Oh, hier ist sogar eine Truhe. Chillig. Okay, aber das Viech sehe ich noch nicht. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, dass das hier nicht gleich eine Falle für mich ist übrigens. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh, hier geht es auch noch weiter. Ist hier das Kletterviech? Natürlich. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Weil irgendwie wirkt es ein bisschen zu einfach, aber gut, wir machen mal. Mein Herr, ich wusste ganz sicher, dass du mich retten würdest. Danke dir, ich kann dir im Moment nichts anderes anbieten, aber bitte nimm das. Du sollst den Turm reparieren. Ja, sehr gut. Wichtige Aufgaben. Mach den Turm, reparier den Turm, danke. Ach so, die gehen. Ah ja, okay, ich verstehe. Ach, das war schon offen. Okay, mehr ist hier nicht. Dann ab nach oben. Turm auslösen. Let's go. Let's go. So, wunderbar. Abflug. Zum Glück nur kurze Quest. Hurra. Hätte ja auch anders laufen können. Swoosh. Ja, von hier aus kommen jetzt in diese Gewitterwolken theoretisch rein. Will ich das? Weiß ich nicht. Irgendwie ja nicht so. Der Rauch da unten ist schon sehr prominent wieder. Vielleicht gucken wir da mal kurz hin. Der Rauch scheint irgendwas mir sagen zu wollen. So. Dann haben wir jetzt auch dieses Gebiet. Ja, guck mal, da ist nämlich dieser also das ist ja ein richtiges, als wäre das eine der Hauptquests. Ne? Also das ist richtig in der Karte eingezeichnet, dieses Gewittergebiet. Komisch. Aber es ist ja für mich gar nicht relevant mehr. Also, nicht hauptquest-technisch relevant. Ja, okay, jetzt ist Nacht, jetzt sehe ich natürlich richtig viel. Da drüben ist dann jedenfalls der letzte Turm. Markieren wir gleich mal, dann weiß ich, wo der in etwa ist. Was ist das? Ach, das ist auch wieder so eine Abflugrampe. Okay, okay. Also auch in der Luft noch. Interesting. Nun gut, ich habe gesagt, ich will mir mal den Rauch da angucken. Meistens weist mich das Spieler ja auf eine nicht unwichtige Sache hin, wenn da irgendwo ein Rauch ist. Meistens weist mich das Spieler ja auf eine nicht gerade unwichtige Sache hin. Oh, hier ist ein. Der Rauch gehört einfach zu einem Monster-Dings oder was? Oh, nee, muss ich jetzt nicht haben. Bin ich ganz ehrlich. Muss ich dann jetzt auch nicht gerade haben.
Okay. Dann ist der Rauch doch nicht so spannend gewesen. So, wo ist jetzt der... Da drüben. Da drüben ist der andere Turm. Von wo aus komme ich da am schnellsten hin? Ah, das ist alles... Das ist alles nicht schön. Aber ich glaube von hier aus. Von Hateno. Let's go. So, ja, ich denke, wenn wir hier hochklettern, dann sollten wir, ja genau, also man sieht ihn ja von hier sogar schon ganz gut. Wenn wir hier hochklettern, sollten wir ganz gut darüber kommen. Das ist auch nochmal so ein Gewittergebiet. Sehr interessant. Aber hier gewinne ich nämlich schnell an Höhe, weil ich hier schön hochlaufen kann. Ist alles recht angenehm. Noch. Wir werden sehen, wie lange es angenehm bleibt. Und von hier aus kann ich jetzt dann nämlich schön rüberfliegen. Ah, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, richtungstechnisch. So. Wir wollen uns gleich wieder ein paar Monstervögel nerven. Da kann man in den Himmel hoch über so ein Wasserding. Ah, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Drüben ist auch eins. Wir versuchen einfach ein bisschen außen rum zu gehen. Kriegen wir schon hin. So. Komm. Elektrofrucht auch nicht verkehrt. Ah, wir sind direkt hier. Sehr schön. Das ging ja schneller, als ich dachte. Also Real Talk, viel schneller. Bitte ohne Quest, einfach auslösen und wir sind happy. Aber der ist wieder so ein bisschen in einem Monstergebiet drin, ne? Oder täuscht das? Ja, also es ist zwar mit so Dornen, aber es sind keine Gegner hier, okay. Dann kann mir das auch wurscht sein.
Weil es jetzt regnet, geht's nicht, ne? Und ich fürchte, es regnet hier bewusst. Oh, ich fürchte, es regnet hier bewusst. Oh, Scheiße. Okay, pass auf. Theoretisch regnet es doch da drunter jetzt nicht mehr. Yes! Es geht doch. Sehr schön. Wunderbar. Abflug. Das war der letzte Turm. Nice. Zum letzten Mal diese Animation. Bam. Ja, und dann haben wir noch dieses Teil hier. Okay. Okay, ganz ehrlich, wir sind so nah an diesem Sternding dran. Den machen wir jetzt schnell. Den machen wir jetzt schnell. Müsste doch von da aus funktionieren. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Feen, das ist gut. Aber leider von hier aus keine Möglichkeit weiter hochzukommen. Das ist schlecht. Oh, aber eine Truhe. Komm, komm, Waisending. Oder so. Haben wir schon irgendeine von diesen Schätzen eigentlich mal gefunden? Die müssen wir auch mal alle noch abgrasen. Zumindest wenn die dann gut sein sollten. Okay, da ist die dritte Fee. Vielleicht schaffe ich die ja auch mal noch zu snacken. Yes, geil. Okay. Ja, es ist leider nicht ganz hoch genug gegangen. Ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich hab... Wie komme ich denn jetzt da hoch? Komme ich da dann wirklich nur mit Hilfe hoch?
Also indem ich mir jetzt hier meine Kapseln aufmache und so Zeug? Geht das wirklich nur so? Na gut. Wahrscheinlich ist das so. Was würde sich denn jetzt am schnellsten oder was würde jetzt am besten funktionieren? Ich habe halt nichts. Ich habe halt gar... Also ich habe nicht mal ein Holzbrett hier oben. Also ich müsste mir alles... Ja, ich müsste mir alles zusammensetzen. Ah, das ist doch doof. Ist echt keine Möglichkeit, da hochzukommen. Das ist ärgerlich. Mit dem Turm bin ich auch nicht hoch genug gewesen, ne? Ich meine, wir können den Turm nochmal probieren, aber ich glaube, mit dem bin ich nicht hoch genug gewesen. Von woanders komme ich da nicht hin. Nee, das ist genau hier. Also ich habe keine Möglichkeit, von weiter oben dahin zu kommen. Vielleicht, dass man von da drüben hinfliegen kann? Ist da irgendwie so eine Plattform zum Abheben? Ja, könnte sein, ne? Ja. Das könnte so eine Plattform zum Abheben sein. Ah. Ah, das ist echt ärgerlich. So nah und doch so weit weg. Ich meine, ich könnte so ein... aber so ein Ding bringt mir jetzt auch nichts. Nee. Nee, es bringt mir... es ist nicht so... Das ist alles nicht so zielführend. Nee, das ist leider alles nicht so zielführend, muss ich gestehen. Ich habe da ein bisschen Bedenken, wenn ich hier irgendwas rauslasse. Das ist einfach Verschwendung. Nee, fühlt sich gerade nicht so richtig an. Okay. Gut, aber wir haben unseren dritten Turm. Unseren letzten Turm. Das heißt, wir können jetzt noch schnell zurück ins Hateno-Institut. Und da auf jeden Fall die Quest abgeben. Und das war ja das Ziel. Also, let's go. Und dann hatten wir, wie ich finde, doch wieder einen relativ erfolgreichen Part, würde ich sagen. Was machst du denn hier? Ui. Okay. Spannende Geschichte. So. Yes. Deswegen bin ich ja hier. Oho. Du hast schon alle Kartografiedaten beisammen von 15 Türmen. In diesem Fall wird mir die spezielle Ehre zuteil, dich nicht nur ein Teleportmedaillon, sondern gleich zwei zu geben. Ich wusste, du schaffst das fantastische Arbeiten. Na los, dann mal her mit dem Purapet. Nice. Yay. Das dritte. Sehr cool. Okay, drei Stück immerhin. Immerhin. So. Pure Perfektion. Dein Purapet, es ist jetzt perfekt, was so viel heißt wie du bist perfekt. Nein, ich übertreibe nicht. Du hast Großes vollbracht, mein Freund. Ja, das ist schon richtig. Das Purapet hat hier sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Das ist absolut wahr. Okay. Dann
haben wir die Quest jetzt fertig. Das heißt, wir können uns nächstes Mal auf diese Ecke hier konzentrieren. Wo sind wir denn? Hier. Hier würde ich schon gerne die Quests mal machen. Das hier scheinen ein paar lustige Rätsel zu sein. Die würden mich interessieren. Und dann mich um den Wald von Hyrule kümmern. Das ist mein Ziel im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.